Gemeinsamkeiten suchen. Ganz kurz noch, welche Überlebenschancen geben Sie dieser Regierung? Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwer vorauszusagen. Aber es gibt ja schon eindeutige Reaktionen, zumindest von der SPD und den Grünen. Und von den Linken wird es ähnlich sein. Die sagen, wir werden nicht mit einem Ministerpräsidenten zusammenarbeiten, der sich von der AfD hat ins Amt wählen lassen. Und das ist natürlich hier in Thüringen nochmal ein ganz besonderer Fall. Denn das ist hier die Höcke-FDP mit dem rechtskonservativen oder eher rechtsextremen Flügel. Also insofern ist das schon ein absolutes Novum, was hier heute passiert ist.